Wie fängt man so ein Video an? Ich habe keine Ahnung. Ich beziehe mich heute auf eine Aussage von Ökotest, Stiftung Ökotest, die ja eigentlich als Medium hergenommen werden für ein älteres Publikum oder für ein Publikum, das sich nicht regelmäßig mit gerade Kosmetik auseinandersetzt, mit Inhaltsstoffen auseinandersetzt. Und Ökotest hat auf Instagram etwas gedroppt. Ich muss mal gucken, ob ich euch das irgendwo hier einblenden kann. Wo ich echt sagen muss, wow, richtig krass, wow. Denn jemand wie ich habe einen relativ kleinen Kanal jetzt im Gegensatz zu Leon oder die Shenya oder so. Aber auch ich muss Diskussionen bezüglich Sonnenschutz erleiden. Besonders wenn ich Sonnenschutz vorstelle, dann gibt es eigentlich grundsätzlich immer Diskussionen. Und das nehme ich diesen Menschen nicht übel, aber diese Diskussionen entstehen aus Verwirrung heraus. Und wenn Ökotest hergeht auf Instagram und sowas droppt, denke ich mir auch so, wow, ich habe mir gerade die Kommentare unter dem Post durchgelesen und ich muss so lachen. Leon hatte auch darunter kommentiert und es lohnt sich auf jeden Fall, die Sache mal anzugucken. Geht auf jeden Fall bei Instagram zu Ökotest und liest euch mal die ganze Sache durch. Ich werde es hier unten nicht verlinken, weil das ist es wirklich nicht wert. Aber wir müssen drüber reden. Also, ich lese euch zum einen mal vor, was sie in dem Post geschrieben haben. Er ist nämlich sehr reißerisch. UV-Filter in Gesichtscremes sind unnötig. Und in zwei parfümfreien Gesichtscremes in unserem Test steckten UV-Filter. Eine Creme wirkt sogar damit, dass die tägliche Verwendung eines Lichtschutzfaktors vor lichtbedingter Hautalterung schützt, was ja auch richtig ist. Das ist nachgewiesen. Ne, UVA, diese fette Zahl auf dem Sonnenschutz, das ist der UVB-Schutz, ja, aber UVA, die Hautalterung, wer regelmäßig Sonnenschutz verwendet, der schützt sich eben auch vor der Hautalterung, der kann sie nicht stoppen, aber der macht Slow Aging, ist nun mal Fakt. Wir finden aber, dass, also das klingt vor allem nach Meinung, ich weiß gar nicht, was die damit bezwecken wollten. Wir finden aber, dass die Werbung in einer falschen Richtung in eine falsche Richtung führt. Es ist nicht sinnvoll, die Haut jeden Tag mit UV-Filtern zu belasten. Auch wenn die hier eingesetzten Filter nicht zu den besonders problematischen gehören, deren hormonelle Wirkung schon im Tierversuch bewiesen wurde. Also ich fand es ganz interessant, was Leon unter den Post geschrieben hat, denn die müssen irgendwann später auch mal irgendwas über Filter geschrieben haben, die gar nicht mehr gängig hier sind. Die sprechen noch nicht mal die neuen Filter an, ne? Also ich weiß gar nicht, was das soll. Und jetzt unter dem Post an sich steht dann nochmal was ganz Reißerisches. UV-Schutz in Gesichtscremes. Wir finden, das ist überflüssig. Die Haut muss nicht täglich mit UV-Filtern belastet werden. Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt das Eincremen ab einem UV-Index von 3. Dieser UV-Index zählt halt wieder für die UVB-Strahlung, ne? Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also, es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen und sich die Kommentare anzugucken. Denn jeder aus dem Skincare-Bereich ist einfach entsetzt. Da hat eine Marke, eine Naturkosmetikmarke, hat selbst drunter geschrieben, wie problematisch diese Aussage ist. Und irgendwann hat Ökotest dann ganz pumpig zurückgeschrieben, ja, wir meinen ja auch nicht den Sonnenschutz, sondern wir meinen die Tagescreme und so. Ich fand es ganz interessant, wie Shenya auf die Situation reagiert hat, nämlich die hat besonders recht, was es betrifft. Also ich habe mir erstmal so dieses Meinungskonstrukt angeguckt und das war ganz interessant. Denn Shenya sagt ja auch, man muss dem Endverbraucher überlassen, was er macht. Denn es ist halt nun mal Fakt, dass Sonnenschutz einfach immer noch zu wenig verwendet wird, weil Menschen einfach Angst davor haben. Ja, sie haben Angst davor, dass das irgendwas mit ihnen macht, dass die Filter scheiße sind. Und so Unternehmen wie die Stiftung Ökotest, die
befeuert es dann natürlich auch noch. Also das geht einfach überhaupt nicht. Und die Shenya sagt ja an der Stelle auch, besser diese Menschen, die einfach gar keinen Sonnenschutz tragen, haben es wenigstens in der Tagescreme drin. Und das ist halt nun mal Fakt. Man sollte das viel differenzierter ausdrücken. Denn eigentlich würde es eher stimmen, dass der Sonnenschutz in Tagescremes nicht ausreicht. Das wäre eine ganz andere Aussage gewesen und nicht, dass das giftig wäre oder sonst was. Ne? Also es ist viel schlimmer, wenn du tagtäglich keinen Sonnenschutz verwendest und ständig mit UVB und UVA-Strahlung in Kontakt kommst, und dann haben wir einfach auch einen Klimawandel. So genau können wir das auch nicht mehr sagen, ab wann dieser Faktor 3 erreicht wird. Aber dieser Faktor 3 bezieht sich, wie schon gesagt, auf die UVB-Strahlung, also auf das auf die fette Zahl, die ihr auf der Creme drauf habt, ne? Und es ist für mich eh schon schwierig, deswegen rege ich mich da auch so auf, es ist für mich eh schon schwierig zu erklären, warum der Lichtschutzfaktor in der Tagescreme absolut nicht ausreicht. Es ist einfacher zu erklären, und das merke ich halt jetzt immer wieder, weil halt auch eben Unternehmen Produkte rausbringen, also Tagescremes beispielsweise rausbringen, die eben auch einen UVA-Schutz haben, wie jetzt beispielsweise No, aber da ist ein Zeichen hinten drauf. Und wenn du dieses Zeichen hinten drauf nicht findest, dann solltest du einfach zu deiner Tagescreme mit jetzt, was weiß ich, Lichtschutzfaktor nochmal einen Sonnenschutz drauf packen. Und ja, klar wird dann die Tagescreme an sich ein bisschen überflüssig. Das ist jetzt für einen Mensch, für mich, der halt eben eine fettige Haut hat, wahnsinnig überflüssig. Ich kann keine Tagescreme drunter packen mit der Begründung, die reicht nicht, und pack dann noch einen Sonnenschutz drauf. Ich verwende nur Sonnenschutz. Und es ist halt auch so, und ich habe das in den Kommentaren wieder gelesen, und ich habe auch viele Diskussionen schon über das Thema geführt, UVA-Strahlung dringt auch durch Glas. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ich habe damals, als ich meine Akne-Behandlung gemacht habe, habe ich Medikamente genommen, die, ich glaube aber auch, als ich eine Pilzinfektion in den Fußnägeln hatte, war das auch so. Ich habe Medikamente genommen, die die Hautempfindlichkeit gegenüber UV-Strahlung runtergesetzt hat. Das bedeutet, du hast, wenn du das angewendet hast, musstest du Sonnenschutz verwenden. Es gibt solche Medikamente, leider machen das Ärzte immer häufiger, dass sie da nicht aufklären. Und das Thema Sonnenschutz fällt immer so ein bisschen hinten runter. Klar sind die Leute oder die Menschen jetzt ein bisschen sensibler geworden, was Sonnenschutz betrifft. Aber es gibt immer noch viel zu viele, die einfach alle 2 Jahre mal eine Flasche Sonnencreme kaufen. Und meine Eltern sind auch so ein Fall, ne? Also mein Vater verwendet Sonnenschutz zwar jeden Tag, aber viel zu wenig. Und ich krieg's nicht in ihn rein, zu sagen, du brauchst 1 Gramm für dein Gesicht. Da sagt er, nö, das ist viel zu schmierig und so, das braucht er nicht. Und solchen Menschen darf man solche Aussagen eben nicht droppen. Das geht nicht, weil die verwenden dann irgendwann gar keinen Sonnenschutz mehr. Und das ist schädlich. UV-Strahlung ist schädlich für unsere Haut. Zum einen erhöht es das Hautkrebsrisiko, zum anderen macht es älter. Und triggert eben Hautkrankheiten wie Rosazea, Akne. Und es ist schon schwierig genug, eben die richtige Sonnencreme zu finden. Und dieses Wirrwarr aus Tagescreme und reicht die Tagescreme jetzt oder muss ich gleich zum Sonnenschutz greifen, ist schon für Menschen, die sich nicht damit auskennen, echt schwierig. Also hier nochmal den Hinweis, wenn du eine Tagescreme mit Sonnenschutz verwenden möchtest, achte auf das UVA-Zeichen, denn die UVA-Strahlung ist die Strahlung, die dich älter macht auch und die das Hautkrebsrisiko auch erhöht. Die UVB-Strahlung macht braun, ja, und auch älter natürlich. Wie seht ihr dieses ganze Thema? Würde mich echt mal interessieren. Also mich regt es wirklich auf, erst in letzter Zeit dieser Dr. Riedl, von dem ich echt viel gehalten habe,
diese Aussagen bei Stern-TV und jetzt die Stiftung Ökotest. Was ist denn los? Schlechter April-Scherz? Keine Ahnung. Was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Würde mich gerne interessieren. Und das aber in den Kommentaren. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.